Paris. Sie ist bekannt als Stadt der Liebe. Paris hat viel zu bieten. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm, den Louvre oder die Kathedrale von Notre Dame. Sie sind vielen bekannt und locken jährlich tausende Besucher an. Doch Paris hat ein Geheimnis, welches vielen nicht bekannt ist. Denn unterhalb der Stadt befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, auch bekannt als die Katakomben. In diesem Stollennetz von über 300 Kilometer Länge befinden sich die Überreste von ca. 6 bis 8 Millionen Toten. Zum Vergleich, die aktuelle Einwohnerzahl von Paris liegt bei ca. 2 Millionen. Jährlich verlaufen sich Dutzende Menschen in den endlos langen und dunklen Gängen. Auch von Geschichten, von Überfällen, Drogendeals und Schmugglern ist die Rede. Doch das alles kann uns nicht abschrecken. Und so machten wir 12 uns auf den Weg in die Unterwelt von Paris, um dort 48 Stunden in völliger Dunkelheit den uralten Stollen zu erkunden und um den Geschichten dort unten auf den Grund zu gehen. Wir schreiben das Jahr 1777. Doch eins fällt damals ganz besonders auf. Der beißende Geruch der Verwesung, der durch die Straßen zieht und das Atmen dadurch fast unmöglich machte. Die giftigen Faulgase kosteten sogar einigen Menschen das Leben. Vor allem an einer ganz bestimmten Stelle in Paris, dem Friedhof der Unschuldigen. Durch Seuchen, Krankheiten und katastrophalen hygienischen Zuständen war der Friedhof so überfüllt, dass er im Laufe seiner Nutzung um 2,50 Meter in die Höhe gewachsen war. Doch nicht nur hier gab es durch die vielen Toten Platzmangel. Auch viele weitere Friedhöfe waren restlos überfüllt. Die Körper stapelten sich und die Liegezeiten wurden stark gekürzt. Doch das war keine dauerhafte Lösung. Da diese Situation unhaltbar war, kam es 1780 zu einer besonderen Maßnahme, der Umbettung der Toten in die Pariser Katakomben. Das ca. 300 Kilometer lange Tunnelsystem entstand schon im 12. Jahrhundert. Die beeindruckenden Stollen entstanden beim Abbau von Kalkstein als Baumaterial zur Errichtung der Stadt. Die ersten Räumungen starteten 1785. Es dauerte 12 Jahre, bis alle Knochen der Friedhöfe ihren Weg in die Katakomben gefunden hatten. Die ältesten Knochen waren über 1200 Jahre alt. Und so kamen schließlich die sterblichen Überreste von über 6 Millionen Menschen in die sogenannte Unterwelt von Paris. Bis heute sind 1,5 Kilometer des Beinhauses für die Öffentlichkeit zugänglich. Doch was ist mit dem Rest? Immer wieder hört man die schlimmsten Geschichten von Schmugglern, die dort ihr Unwesen treiben oder von Gruppen, die nur darauf warten, dich zu beklauen und im Dunkeln stehen zu lassen. Man weiß also nie, wem man da unten begegnet. Du willst wissen, was wir dort erlebt haben, ob wir uns verlaufen haben? Wir sind wir jetzt lang? Ja, keine Ahnung. Hallo? Oder wem wir begegnet sind? Ja, da hinten habe ich gerade die erste Taschenlampe gesehen. Ich weiß nicht, ob sie von unseren Leuten war. Dann bleib dran und begleite mich auf meinem bisher größten Abenteuer. So, let's go! So Leute, nach der langen Fahrt, die ihr gerade gesehen habt, sind wir jetzt angekommen. Ich habe meinen kleinen Rucksack bisher auf. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in die Stadt. Im Hintergrund könnt ihr sehen und hören, die ganze Truppe ist schon da. Die Fahrt war lang. Auf jeden Fall hart, wenn man das so nicht kennt. Ich glaube, ich bin sogar ganz rot im Gesicht. Es ist einfach ultra warm hier. Extrem warm. Und wir sind jetzt sehr, sehr lange gefahren, aber endlich angekommen. Jetzt werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Und dann geht's auch schon runter in die Katakomben. Ich bin gespannt, ich freue mich. Gleich geht's los. Nervös? Es hält sich in Grenzen, es hält sich in Grenzen. Ich aber auch. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ja, schauen wir einfach mal. Dann würde ich sagen, kommen die letzten Erledigungen jetzt.
dann geht's los. So, ich habe mich jetzt nochmal ausgestattet für eine Planänderung. Ich war jetzt nochmal einkaufen. Wir sind jetzt so eine kleine Vierertruppe geworden. Die anderen haben jetzt im Parkhaus gewartet. Mal schauen, ob die jetzt noch da sind oder nicht. Ist irgendwie gerade ein kleines Hin und Her hier. Wir wissen jetzt nicht so ganz mehr, wie das hier so läuft. Aber nee, ich habe mich jetzt ausgestattet. Ich hatte eigentlich geplant, mit Warthose reinzugehen. Aber viele haben sich jetzt doch nochmal umentschieden und haben mich so ein bisschen angesteckt. Und da habe ich mir gedacht, Arschbacken zusammenkneifen und einfach mit kurzer Hose und schönen Wasserschuhen einfach durch da. Ich hab Bock. Wir gehen jetzt zurück zum Parkhaus und dann geht's auch schon bald los. Ich komme gerade vor wie Francisco hier. Sankt Francisco. Sorry, ich hab das Sand vergessen. Guck mal, die trinken hier schon den Heineken. Wir sind jetzt gleich wieder zurück am Parkhaus. Dann zeige ich euch im Endeffekt nochmal mein Outfit, weil ich mich direkt umziehe. Ich habe mich jetzt umgezogen. Also, ich habe jetzt hier eine kurze Hose an. Hier für 30 Euro habe ich mir jetzt eine schöne Puma-Dings geholt und die Socken schön Allmann-mäßig nach oben gezogen. Ich möchte auch. Hier, ich mache das mal für dich hier. Ja, genau. Ich mache mal hier so richtig. Genau, perfekt. So richtig cool. So. Du kannst jetzt Musik drunter malen, so dynamische, weißt du? Genau, perfekt. In Sporthose. Schieß mal Cherry Pie oder so, weißt du? So wird jetzt mein Outfit sein, so werde ich da jetzt runtergehen. Ich habe noch Meeresschlappen oder Badeschlappen für, wenn dann das Wasser kommt. Wir werden jetzt erstmal losgehen Richtung Katakombeneingang. Der dicke Sack ist auf dem Rücken auf. Die anderen sind auch schon fleißig dabei. Wir gehen jetzt noch 2,3 Kilometer zum Eingang. Bei der Hitze bin ich jetzt schon am Ölen. Wenn wir einmal drin sind, ist es wieder schön kühl. Also let's go. Auffällig, unauffällig. Oh, warte mal. Oh. Den dicken Faulen folgen. Jetzt geht's rein ins dunkle Loch. Leute, wir sind jetzt im Tunnel. Ich muss jetzt ein bisschen schnell machen. Ich muss das Licht gleich wieder ausmachen. Ja, es muss jetzt schnell gehen. Security läuft hier rum. Alles nicht so witzig. Wir müssen uns jetzt beeilen. Rein ins Loch, rein ins Abenteuer. Da geht's gleich rein. Das ist unser Eingang. Wir bereiten uns jetzt hier gerade alle vor. Und dann geht's los. Hab jetzt auch gerade meine Meereslatschen hier angezogen. Ich bin einfach mal gespannt, wie kalt es im Endeffekt wird. Es wird sicher beschissen kalt werden. Aber ich brauche das jetzt. Ich öle. Gleich geht's rein. Ja, Leute, sorry. Katakomben, das Spielplatz haben wir noch. Gut. Okay. Oh, ich kann hier einfach vorwärts reinkrabbeln. Wie hoch ist das hier? Eieiei. Oh. So. Nee, war mein Rücken. Oh, nee. Oh, jetzt lässt er hier auch noch einen knattern. Oh, ich krieg die Krise. Das ist mein Körper, Alter. So, Robin wartet jetzt nach draußen, um das gute Rucksäcke anzunehmen. Ja, wir kommen. Ich bin da. Draußen warten schon wieder die nächsten Leute, um hier reinzukommen. Das wird ein Spaß. Okay. Oh, das ist ja noch ein Gang. Da geht's noch mal lang. Da. Und da ist Stefan schon. Oh, hier steht ja schon Wasser. Oh, Scheiße, warte mal. Hier ist schon das, genau, ist schon das erste Wasser. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich die Kamera und meinen Rucksack handeln kann. Ja, beim ersten Stück ist für mich halt schwierig, wegen meinem fetten Rucksack. Dann den Rest kriege ich hin. Sind da noch mehr? Ja. Warte. Sehr lieb. Robin, danke. Ja. Wow. Das ist ein Kumpitchen. Nee, ich weiß, wir kommen gerade noch so raus, aber ich werde. Au! Das ist ein Kumpel!
Dann machen wir jetzt mal auf die Saison. Jetzt braucht noch Kräfte nicht. Das muss ich nicht. Dann lassen wir jetzt die anderen durch. Du kannst noch schnaufen, die anderen durchlassen. Geh mal durch. So, hier geht's jetzt wieder aufrechter weiter. Wir lassen aber erstmal die anderen durch. Die sind sicherlich schneller als wir. Thank you. Good luck, man. Yes. See you. Respekt an Robin. Der hat den Rucksack von Kimi gemacht. Oh ja, wirklich. Respekt, also allein dafür Daumen nach oben, Leute, ja. Ey. So ein Kollege. Ich glaube, das wird er bestimmt mal öfters machen, oder ich oder Stefan. Oh, es tut mir leid. Aber wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen, das ist das Ziel hier. Der Anfang ist geschafft. Ja. So. Ey, aber Leute, wir sind in den Katakomben von Paris. Das habe ich an dieser Stelle ungefähr auch gedacht. Leute, wir sind in den illegalen Teil der Katakomben. Wir sind erstmal drin, das ist eigentlich am allergeilsten. Wir sind drin, ich glaub's nicht. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in den Katakomben. Wir sind jetzt schon in den illegalen Teil der Katakomben. Ja. Genau, das auch noch dazu. So, let's go. Alles. Rucksack sitzt, Schuhe sind nass. Ich würde sagen, let's go. Guck dir den Gang an. Ein Ende kann man nicht sehen. Oh, kalt. Das ist kalt. So kalt ist das. Leute, das ist doch mal ein Abenteuer, oder? Ich glaube, der ist gut so. Gute Liebe oder so. Jetzt schon. Also ich muss auch sagen, ich vergesse meinen Rucksack irgendwie gerade auf meinem Rücken, weil ich voll und ganz damit beschäftigt bin, mich jetzt hier auf diesen Wasserstand zu konzentrieren und wie ich jetzt hier lang gehe und dass ich nicht hinfalle und weil es arschkalt ist. Da habe ich jetzt total das Gewicht meines Rucksacks vergessen, wo ich draußen zum Beispiel permanent dran gedacht habe. Das ist erstaunlich leicht der jetzt auf einmal. Ja, ich habe es gerade gesagt, das ist total krass. Guck mal, hier ist schon mal ein erster Abzweig in so eine kleine Ecke. Oh, und hier geht auch der erste Gang in die Richtung. Wer weiß, wohin der führen würde. Aber das ist halt nicht unsere Mission. Unsere Mission geht geradeaus weiter. Oha, da hinten geht's auch ins Unendliche. Kaum zu sehen, wo es endet. Oh, hier geht's jetzt in die erste Kurve rein. Oha. Jetzt langsam aber sicher geht es hier Abzweigungen lang. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, ich hoffe. Oh. Ich habe aber schon die Kinder wieder erschreckt. Nee, ich bin da anfällig für. Ach guck mal, hier steht, da stehen alle Namen, die oben auf den Straßen hast, im Prinzip auch hier unten. Ja. Daran kann man sich auch orientieren. Wenn man Pariser ist. Ich liebe das Wort. Denke daran, dass sie nicht die gleichen Namen wie oben. Nee, nicht ganz. Und oben haben sich Straßen mehr verändert als hier unten, logischerweise. Aber wird da noch öfter sehen. So, wir gehen jetzt hier nach rechts. Weiter durchs Wasser. Tiefer als bis zum Knöchel war es noch nicht. Ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal ein Stückchen weiter. Und ich schalte euch später wieder dazu, wenn wir ein Stück gegangen sind. Alter! Aber ich muss sagen, die Steinchen merkt man dann doch schon in diesen Badeschlappen extrem. Also du kannst nur langsam gehen, weil man das halt echt merkt. Da hinten habe ich gerade die erste Taschenlampe gesehen. Ich weiß nicht, ob sie von unseren Leuten war. Ach, hier geht es zur Straße hoch, oder? Ach du Gott, ja. Krass. Oha. Gullydecke wahrscheinlich. Aber die haben so umzugeschweißt, ne? Ja, die sind zugeschlossen. Ja, wie gesagt, mal gucken, wem die Taschenlampe gehört, die ich da hinten gerade gesehen habe. Oh, jetzt wird es wieder etwas tiefer. Bis hinten hin. Oh. Ja, jetzt geht's schon über die Knöchel. Ich muss auch schon langsam mal gehen, ich bin ja gerade voll angerutscht am Stein.
Man sieht halt auch nichts, ist das Problem. Ja, hier bin ich jetzt gerade richtig tief reingesackt. Also, ja, bis zur Mitte meiner Unterschenkel bin ich weg. Da hinten ist Licht. Uns werden Leute entgegenkommen. Oh, jetzt erreicht es einen neuen Höhepunkt. Achtung, hier wird es jetzt tiefer. Mir geht es jetzt schon bis zu den Knie. Ja. Gut, dass ich mein Seepferdchen noch gemacht habe, vor den Katakomben. Da kommt jetzt Rotlicht. Ich weiß nicht, ob das wer von uns ist. Auf jeden Fall sind da hinten Lampen. Das sind auf jeden Fall Leute. Oh, ich kann meinen Kaffee gerade machen. Oh, herrlich. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich kann die ganze Zeit auf dich stehen. Wir müssen ja noch schön auf die Knie und lang rauchen, was Robin mir gestern gesagt hat. Ja. Mach mir die Robbe. Es ist alles noch am Anfang. Ja, also der junge Mann eben, der war einfach alleine. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach dann abgebogen und dann abgelaufen. Ja, krass. Gruselig. Nee. Bei aller Liebe, aber nee. Nee. Da kommen, da sind noch mehr. Ja. Das sind unsere Leute. Ich höre das ein bisschen lauter. Schreien da. Können unsere Leute sein, ja. Neue Lichter. So, hier geht's jetzt ab, Robin. Schön Straße Schilder. Rue de la Verte. Ja. Rue Straße, Auguste Victoria Allee. Ah. Leute, da hinten sind welche und die hören sogar Musik. Also das ist auf jeden Fall nicht unsere Gruppe. Richtig. Oder hat Taco die Bluetooth-Box mit runtergenommen. Ich mach mal einen Bass. Wo es hier überall noch hinführt, ne? Das schmatzt schön hier mit unseren Schuhe. Gerlich, ne? Da ja. So, jetzt teilt es sich wieder auf. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen und dann gehen wir jetzt gleich weiter. Wir sind jetzt fertig mit der Pause. Wir gehen jetzt noch das Stückchen weiter, bis wir dann bei, wie heißt es, La Plage sind. Da wollten wir uns alle zusammen nochmal treffen. Mal schauen, inwieweit die anderen schon da sind. Einfach jemand alleine. Er kommt jetzt mit in unsere Richtung. Ja, scheint aber nett zu sein. Jetzt wird's krumm. Es ging, dieses kurze Stück ging schon ordentlich in die Oberschenkel. Warum geht's mir fremd aus dem neuen Kumpel? Echt, hast du einen neuen Kumpel gefunden oder was? Okay, es wird noch niedriger als eben. Problem. Gut, jetzt geht's erstmal ziemlich geduckt vorwärts. Mal gucken, wie ich das so schaffe. Jetzt okay, you can go. Der hat mir gerade auf jeden Fall erklärt, die ersten Zahlen, die hier teilweise dran stehen. Ja. Da kommen 22 oder da hinten mal zum Beispiel 22 Punkt irgendwas. Die erste Zahl ist die Tiefe, wie wir uns befinden. Okay, wir sind da. Wir sind jetzt hier in der Plage, wie ihr sehen könnt.
Oh. Also seit 19 bin ich jetzt da. Die werden gesucht haben. Die meinten halt, es gibt wirklich Katakombenpolizei. Die sind eigentlich nur unter der Woche hier, aber es kann halt auch sein, dass die am Wochenende kommen und speziell hier halt, ne, La Plage. Komplett anders als gedacht. Angekommen bei unserem eigentlichen Schlafplatz, stellten wir dann alle relativ schnell fest, dass dies hier unmöglich unser Schlafplatz werden konnte. Denn überall waren Franzosen oder andere Gruppierungen, die hier ein- und ausgingen. Doch irgendwo mussten wir ja schlafen. Aber wo sollte das jetzt sein? So, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir jetzt bei La Plage angekommen. Bei den anderen, wir sind auch nicht alleine, hier sind eine Menge andere Franzosen. Ich werde mir jetzt erstmal meine trockenen Schuhe anziehen, dass meine Füße wieder etwas warm werden. Und dann werden wir uns mal schon kurz hier umschauen und eine längere Pause machen. Und wir werden heute hundertprozentig bei den Knochen schlafen. Also wir werden dann noch eine Menge Zeit vor uns haben. Also, wir haben uns ein paar Infos gegeben. Hier kommt teilweise die Polizei auch am Wochenende runter. Normalerweise unter der Woche jeden Tag. Also es ist extra eine Spezialeinheit, die ausgebildet worden ist. Wir sollten aber eigentlich safe sein. Außer wir haben übelst Pech oder so, dann kann es natürlich sein, dass die jetzt auch am Wochenende hierher kommen. Weil dann checken die halt die Bereiche ab, wo sich immer die Leute aufhalten. Also hier, ne? La Plage oder andere Bereiche. Also es bringt eigentlich nichts, da jetzt irgendwo zu suchen, wo die nicht hinkommen. Ich würde sagen, Risiko auf sich nehmen und gut ist. Das andere ist auch ganz interessant, die haben hier unten keine Namen. Also ich habe die gefragt, ob die uns die Namen verraten. Nur der eine hat uns seinen Namen verraten, er hatte aber auch nur einen Nickname. Die werden hier, die Kettefiles, die werden getauft in dem eigenen Raum hier. Also es gibt wohl jemanden, der dazu irgendwie auserwählt wurde, die Leute zu taufen. Und dann werden die mit dem Kopf ins Wasser getunkt und dann kriegen die ihre Namen. Und der eine zum Beispiel ist noch zu jung, das heißt, der hat keinen Namen oder so, ne? Norden haben sie uns komplett abgeraten, sowohl die wir draußen getroffen haben, als auch die jetzt. Sollen wir auf gar keinen Fall machen. Wie ich uns kenne, machen wir es trotzdem. Aber es soll ultra, ultra schwierig sein, da die Orientierung zu behalten. Er hat uns eine Karte von vor 2 Jahren von Kettefiles gezeigt und meinte, selbst seine Karte hat sich jetzt wieder komplett verändert. Und Leute, die seit Jahren das machen, die verlieren sich da immer wieder. Also müssen wir wirklich gucken, ob wir das überhaupt machen können. Eng, feucht und tödlich. Ich bin voll dabei. Ihr habt es gehört. Also, wir haben jetzt ausgemacht, Schlafplatz ist ein bisschen kritisch. Wir werden jetzt nochmal ein Stückchen weitergehen mit dem Rucksack und gucken, ob wir da einen guten, geeigneten Raum finden. Ja, wird ein bisschen anstrengend, aber egal, ich hab Bock. Kriegen wir schon irgendwie hin, zusammen. Los geht's. Alle da? Ich weiß es selber nicht, ich weiß Musik. Ich wollte gerade sagen, was ist das mit dem Scheiß? Jetzt geht's los hier. Ah, sie hat sich alle Schädel angepasst. Da kann man jetzt nicht wirklich kämpfen. Ja. Achtung, wir sind im Gegenverkehr. Oh. Gegen die Einbahn. Bitte aufpassen. Alter, was ein Trupp hier, ey. Das ist ja voll schief hier am Durchlaufen. Wir kommen hier 10 cm kleiner wieder raus. Ja. Das bleibt dauerhaft so krumm. So, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause. Ich war jetzt gerade mal pinkeln. Ist echt gruselig, allein in so eine Richtung reinzugehen. Ja, jetzt kommen auf jeden Fall nochmal anstrengende Passagen auf uns zu. Da geht's weiter und es wird nachher auch so sein, dass wir Wasser haben bis oben hin. Plus niedrige Decke, plus schwere Rucksäcke. Also abenteuerlich, was wir hier noch vorhaben. Wenn man ganz hinten geht, hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass hinter einem irgendjemand kommt. Soll ich hinten laufen? Nee, Mann. Sicher? Ich brauch das. Ja, du brauchst das? Ich brauch das. Das Adrenalin. Ich brauch's. Ich höre Stimmen von hinten. Bonsoir, one second. Is it possible for you? Huh? Okay. You are German, right? Huh? You are German? Yeah. Ah, it's the German night, I think. Immer schlimmer. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll jetzt. Ach, ich will nicht sagen, aber das war echt schlimmer von mir. Alter! Guckt euch mal an, wie Alex da vorne kriechen ist, ey. Ich fühle mich wie so eine alte Schildkröte gerade. Ach, Scheiße. Ich musste mich auch mal auf die Knie legen. Entschuldigung. Einmal freilassen hier. Ja. Bonsoir. Salut, was
Wie geht's auch gut? Also wir sind okay. Sehr glücklich. Ich bin nass, feucht und dreckig, mir geht's gut. Ich bin eng, feucht und dreckig. Only English. Do you see two girls? Yes. Yeah, they were. Okay, thanks. So schnell geht das? Das ist fast. Alter. Aus der Brühe, wo wir gerade langgelaufen sind. Ja. Wo sind wir jetzt lang? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Rechts. So. Wir sind mal in eine andere Richtung gegangen. Oh ja. Kann ich auch die Hand geben? Hinter uns kommen Leute. Robin, was ist los da vorne? Weißt du, wo wir sind? Ja. Ja, sicher. Das klang nicht so 100%. Was hat er gesagt? Er fragt gerade, sollen wir jetzt mal vielleicht die untere Etage probieren oder noch mal weiter? Ich will jetzt mein Lager aufschlagen. Alter, wir haben jetzt einmal Update 23.40 Uhr. Wir sind jetzt knapp 4 Stunden hier unten unterwegs mit den fetten Rucksäcken. Der Plan war eigentlich nach einer Stunde drin sein. Mit hingehen. Ja, ja. Aber gut, solange hier keiner zusammenbricht, ist alles noch im grünen Bereich, oder? Fick dich. Alter, Ruby, ey. Nee, ne. Was denn? Was? Gar nicht. Wasser und sehr, sehr tiefe Decke. Och nö. Oh, nee. Ja, es wird jetzt hier wieder sehr eng und sehr tief und viel Wasser. Geht's? Alter, so ein Scheiß. Ich komm da so nicht durch. Oh, Scheiße. Hier wird's wieder höher. Also keiner hat mehr irgendwie eine Ahnung, wo wir gerade hinlaufen. Keine Ahnung, ob wir im Endeffekt irgendwo ankommen oder wo wir im Endeffekt dann sind. Hier ist echt ein Drunter und Drüber. Wir sind immer noch nicht in unserem Schlafspot. Eigentlich geplant waren 1,5 Stunden vom Parkhaus bis zum Schlafspot. Wir sind jetzt schon über 4 Stunden unterwegs hier drinnen. Ja. Aber wenigstens hier Absturzsicherung, ne? Ja, ja, klar. Die Franzosen, die sind top drauf. Nach inzwischen stundenlanger Suche waren wir alle ziemlich erschöpft und jeder wollte einfach nur noch ankommen. Doch wir irrten jetzt schon stundenlang in den Katakomben herum und wir wussten inzwischen schon nicht mehr ganz genau, wo wir uns gerade befanden. Also langsam sollten wir mal den Weg finden, ansonsten rast ich gleich aus. Man nimmt es so mit Humor, aber die Lage ist eigentlich relativ ernst. Ich meine es wirklich ernst. Wir lachen die ganze Zeit, aber wir laufen jetzt schon relativ lange ohne Plan hier rum. Ach du Scheiße. Worauf? Was ist da? Da geht's Stufen runter und die sind rutschig. Das sieht aus wie eine Wendeltreppe in die Hölle. Ja, und hinter uns kommen schon wieder neue Stimmen. Jetzt geht's runter in die Hölle. Also hier geht's ab. Ich würde jetzt auch langsam gern mal meinen Schlafspot aufbauen und mich hinlegen. Man kann überhaupt nicht einschätzen, wie steil und eng diese Treppe ist. Ist wahrscheinlich eine Sackgasse. Die Stimmung kippt. Ich habe aber auch keinen Bock mehr jetzt gerade im Moment. Also entweder er hat einen Plan oder er soll zugeben, dass er keinen Plan hat. Ist
Hallo? Hä? Hallo? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wer ist denn das? Von hier? Herr Robin kommt hier oben raus, Leute. Ja, und wir hören ihn nicht mehr. Wir hören ihn ja, er ist hier bei uns. Er ist hier oben. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Langsam aber sicher ist auch mir das nicht mehr ganz hier heuer. Hier, wir drehen uns jetzt im Kreis, kommen jetzt hier Wege hoch. Ich weiß auch nicht, was wir hier gerade machen. Alter, guckt euch das an. Hier bricht einfach schon so ein bisschen die Decke. Jedenfalls sieht es so aus. Nicht so vertrauenserweckend. Wir machen jetzt erstmal eine weitere Pause, bevor es dann hoffentlich endlich zu unserem finalen Schlafplatz gehen wird. So, die beiden gehen jetzt nach hinten und checken mal ab, ob das hier für uns ein weiterer Schlafplatz-Spot werden könnte. Werden wir mal sehen, wann sie wiederkommen. Also, wir haben jetzt hier ein bisschen diskutiert und abgesprochen. Wir sind immer noch nicht an irgendeinem Schlafplatz oder in der Nähe. Wir irren hier umher, die Gänge sind viel zu feucht, um hier zu nächtigen. Es sieht gerade echt nicht geil aus. Jerry und Robin sind gerade noch mal nach hinten gegangen, um zwei Räume abzuchecken. Einer davon ist einfach nur ein Gang, ist halt ein bisschen doof. Würde auch sehr eng werden. Und in dem anderen Raum war leider besetzt. Unser Plan ist jetzt, wir gehen jetzt zum Rondell zusammen. Und wenn das da auch nichts wird, weil besetzt oder keine Ahnung, dann müssen wir entweder wieder komplett fast zurück zum Anfang gehen oder ich weiß. Jedenfalls tun meine Füße langsam weh. Also langsam aber sicher durch den ganzen Sand halt, der durch diese kleinen Löcher reinkommt, tun meine Füße schon ordentlich weh. Und ich habe mit meinem fetten 15 Kilo Rucksack habe ich gerechnet, anderthalb Stunden maximal zu gehen. Jetzt sind wir schon über 4 Stunden unterwegs. Inzwischen sind es vielleicht sogar schon 5 Stunden und wir haben immer noch kein richtiges Ziel vor Augen. Ja, die Stimmung kippt. Keiner hat mehr so richtig Lust und ich auch nicht. Aber da müssen wir jetzt durch. Das ist das Abenteuer. Ich sitze jetzt hier übrigens gerade in so einem gruseligen Gang. In so einer Mulde. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal los und schauen mal, ob wir Glück haben. Drückt uns die Daumen, bitte. Jetzt kommen uns seit langem mal wieder die ersten Leute entgegen. Stefan fühlt die Musik. Wahrscheinlich auch wieder komplett Freizeitkleider. Die fangen hier mit der Bassbox hier durch die Gegend. Die sind sogar am Tanzen, Alter. Mit Bier oberkörperfrei. Also. Eine Weinflasche gehabt, hast du gesehen? Ach, das war eine Weinflasche? Ja. Mensch, guck mal, wenn ich so stehe, sieht man deinen Kopf fast gar nicht. Stimmt. Da gespielt. So, hier müssen wir jetzt links. Dann rechts, dann nochmal links und dann wird sich zeigen, ob wir Glück haben. Jetzt hier, ne? Links. Das ist doch, ist das nicht ein Raum? Warte. Das sieht aus wie ein Raum. Hier wird es jetzt wieder kritisch für die anderen. Okay, also die beiden, beziehungsweise die drei gehen jetzt erstmal gucken. Ich warte jetzt erstmal kurz hier. Ich würde auch mitgehen, aber meine Füße, ne? Also langsam, aber sicher. Ich will nicht wissen, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber die sind matschig. Hört sich falsch an? Da wird's wieder besser. Ich höre schon wieder andere Musik. Oh, ich sehe schon, dass unser Raum jetzt besetzt ist. Der eben war übrigens nichts. Ich wäre jetzt nämlich von unten gegangen, weil es da ist. Wenn wir den Gang jetzt schön entlang gehen können. Von unten rauf. Ja, das können wir auch machen. Weil wir gehen jetzt nämlich den großen Gang. Oh, schon wieder den nächsten. Morpheus, genau. Morpheus, genau. Ich sehe gerade die Felder. So.
Aber da leuchtet Licht und wir wissen nicht, wer da ist. Nee, wir sind nicht da. Ist das nicht der Raum? Doch, das ist der Raum. Aber Moin. Ich sag auch noch Moin. Hallo. Servus. Ich sag auch noch Moin. Die Servus. Bei unserem eigentlichen Ziel angekommen, mussten wir leider feststellen, dass auch dieser Raum besetzt war. Ich glaube, sie fragen jetzt, ob wir hier rein dürfen zum Schlafen. Tja, vielleicht schaffen wir es ja noch auf netten Wege, dass sie sich vielleicht woanders hinpflanzen und ihr Bierchen trinken. Weil wir jetzt alle, glaube ich, ganz gerne unser Lager aufschlagen würden, eine Kleinigkeit snacken würden und vielleicht irgendwann auch mal ins Bettchen wollen würden. Ach du Gott, hier ist die Laterne. Alter. Oh, okay, das klingt positiv, Leute. Wir haben einen Platz gefunden, höre ich gerade. So, wir sind jetzt nochmal umgezogen, weil drüben in dem Raum einfach zu wenig sind und wir haben so ein bisschen die Schnorcher und die Nicht-Schnorcher unterteilt. Ja, Taco Berghand und ich, wir haben es uns jetzt hier in so einem kleinen Kreisraum gemütlich gemacht. Die davor haben hier natürlich ordentlich Alkohol gesoffen, das heißt, es riecht auch dementsprechend. Aber wir wollen jetzt... So, eben war mein Akku alle. Hier nochmal mein Schlafspot. Da steht Berghand, da steht Taco. Ja, wir machen uns jetzt ins Bett und dann sehen wir uns morgen früh, wenn alles gut geht. Guckt euch das an, Leute. Alles voll mit Knochen. Ich stehe jetzt quasi in dem Brunnen, wo damals diese ganzen Knochen reingeworfen worden sind. Hier wurden einfach die ganzen Knochen damals reingeschmissen. Jetzt geht's noch tiefer. Es ist komplett zugenebelt hier drin. Das ist echt scheiße jetzt. Boah, nee, jetzt sieht man gar nichts mehr. Police! Yo!